Hallo und herzlich willkommen im Hotel Silber. Ja, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute an diesem wunderschönen Sonntag bei schönem Wetter. Mein Name ist Lea Berg, ich bin Mitarbeiterin im Haus der Geschichte Baden-Württemberg und bin eine der Kuratorinnen der neuen Sonderausstellung Gestapo vor Gericht, die gerade oben im zweiten Obergeschoss zu sehen ist. Und da ist eben auch der Auschwitz-Prozess eines der Themen. Gestern hat sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Soldaten zum 79. Mal gejährt. Allein in diesem Lager ermordeten die Nationalsozialisten mehr als 1 Million Menschen. Und der Name Auschwitz ist seither das Symbol für die nationalsozialistischen Verbrechen und insbesondere den industriellen Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden. In der Bundesrepublik war auch nach Kriegsende eigentlich bekannt, dass in Auschwitz Massenmord begangen worden war. Und dennoch hat es fast 20 Jahre gedauert, bis im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess der gesamte Verbrechenskomplex Auschwitz in den Blick genommen wurde und durch den Prozess auch die deutsche Gesellschaft erstmals umfassend mit den Verbrechen in Auschwitz konfrontiert wurde. Einer der Angeklagten im Auschwitz-Prozess war der in Zuffenhausen geborene Wilhelm Boger. Dieser hatte seine Polizeikarriere hier bei der württembergischen politischen Polizei bzw. Gestapo, die hier im Hotel Silber ihren Hauptsitz hatte, begonnen. Von 1942 bis 1945 war er dann im Lager Auschwitz bei der politischen Abteilung tätig gewesen und war bekannt für seine brutalen Verhörmethoden. Und die Häftlinge hatten ihm auch Spitznamen wie der Teufel von Auschwitz gegeben, die das eben bezeugen. Trotz der Verbrechen, die Boger in Auschwitz begangen hatte, konnte er bis 1958 weitgehend unbehelligt hier in Württemberg leben. Erst die Anzeige eines ehemaligen Auschwitz-Gefangenen gegen Boger und dann später auch Originaldokumente aus Auschwitz, die dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer übergeben wurden, führten letztlich zu einem Prozess, der heute fest im kollektiven Gedächtnis verankert ist, der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. In diesem Zusammenhang habe ich vor rund 2 Jahren Gerhard Wiese kennengelernt, der als Staatsanwalt den Prozess begleitet hat. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und uns allen davon berichten kann. Er macht das schon seit Jahrzehnten, eben über sein Wirken beim Auschwitz-Prozess zu berichten. Und einmal für sein Wirken im Justizdienst, aber auch für sein ehrenamtliches Engagement, hat er 2017 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen und im letzten Jahr auch den Hessischen Verdienstorden. Und den kann man auch oben in der Sonderausstellung sehen, den haben wir ausgestellt. Den hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, worüber ich sehr froh bin. Ja, Gerhard Wiese, herzlich willkommen im Hotel Silber. Ich bin sehr froh. Ja, ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass er den weiten Weg auf sich genommen hat, heute hier sein zu können aus Frankfurt. Wir sind heute Morgen um 9:30 in Frankfurt losgefahren, also es ist ein langer Tag. Und ja, ich bin sehr froh und freue mich sehr und wünsche uns allen einen spannenden Vormittag oder Mittag, eine spannende Erzählung und ja, schön, dass Sie alle da sind. Als ich im Spätsommer 1962 den Auftrag bekam, die Anklageschrift gegen Wilhelm Boger und Oswald Kado zu schreiben, konnte ich nicht ahnen, dass ich Jahrzehnte, würde ich sagen, mehr als ein halbes Jahrhundert später, an dem Ort sprechen würde, an dem Boger gearbeitet hat, bevor er in das KZ Auschwitz befohlen wurde. Das Verfahren, das unter dem Namen Auschwitz-Verfahren läuft, hat hier in Stuttgart seinen Anfang genommen. Ein früherer Häftling, der als Berufsverbrecher in Auschwitz gewesen ist, überlebt hatte, aber nach 1945 auch nicht gut getan hatte, erstattete im Jahre 1958 aus der Haftanstalt Rücksaal eine Strafanzeige gegen Wilhelm Boger. Boger wurde im Bezirk der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Die Kollegen ermittelten und Boger wurde verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.
Boger hat bis zu seinem Ende die Freiheit nicht wiedergesehen. Von diesem Verfahren hörte natürlich Fritz Bauer, der hessische Generalstaatsanwalt, und versuchte, das Verfahren nach Frankfurt zu ziehen. Sowohl der Landgerichtspräsident in Frankfurt als auch mein Behördenleiter lehnten dankend ab, das sei viel zu groß, viel zu umfangreich, keine Leute und so weiter. Damit gab sich aber Bauer nicht zufrieden. Und wer den Film vielleicht gesehen hat, Im Labyrinth des Schweigens, erinnert sich, dass ein früherer Häftling auf seinem Weg nach Westen in Breslau auf der Straße Blätter fand, die aus einem Haus geworfen worden waren. Er sammelte ein paar ein und nahm sie mit. Und diese Blätter waren Unterlagen aus dem SS- und Polizeigericht in Breslau und unterhielten unter anderem einen Antrag des letzten Kommandanten Beer gegen, jetzt folgen 17 Namen etwa, SS-Leute, das Verfahren einzustellen, denn sie hätten ja doch nur auf Flüchtlinge geschlossen, nicht auf Häftlinge. Diese Dokumenten wurden über einen Reporter der Frankfurter Rundschau Fritz Bauer zugespielt. Und damit hatte Bauer etwas in der Hand, mit dem er sein Ziel erreichen konnte. Er beantragte, wie in der Strafprozessordnung vorgesehen, beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Verfahren Auschwitz dem Landgericht Frankfurt zuzuteilen. Anhand der Unterlagen, die er eingereicht hatte, bestimmte der Strafsenat das Landgericht Frankfurt als Ort, an dem der Auschwitz-Prozess abgehandelt werden sollte. Und wenn das Landgericht benannt ist, ist gleichzeitig natürlich auch die Staatsanwaltschaft betroffen. Nach 58, im Jahre 58 nahmen meine Kollegen Vogel und Kügler die Ermittlungen auf. Das war zu der damaligen Zeit nicht ganz einfach. Es gab keine, oder andersrum, es gab keine Handys und die ganzen technischen Dinge, die heute den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stehen, waren damals noch nicht vorhanden. Also war er auf Telefon, Fernschreiber angewiesen und so zogen sich die Ermittlungen über die Jahre hin, unterstützt von Hermann Langbein. Hermann Langbein war ebenfalls in Auschwitz Häftling gewesen und war jetzt in Wien der Vorsitzende des Internationalen Auschwitz-Komitees. Was aber Langbein auszeichnete, war die Tatsache, dass er als Häftling einen herausgehobenen Posten hatte. Er war nämlich Häftlingsschreiber beim SS-Standortarzt und bekam in dieser Stellung Dinge zu hören und zu sehen, die anderen Häftlingen verschlossen waren. Und Langbein benutzte die Zeit gleich nach dem Ende des Krieges, um frühere Häftlinge anzuschreiben und sie zu bitten, sich zu melden, wenn sie strafbare Handlungen von SS-Leuten zu berichten hätten. Und so sammelten sich dann immer mehr frühere Häftlinge mit ihren Aussagen bei ihm und wir bekamen die also von ihm gebracht, übermittelt
Und meine Kollegen haben dann die Zeugen persönlich vernommen, auch mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes. Eine andere Unterstützung kam aus Polen, da gab es den Professor Sehn, Professor in Krakau für Kriminalistik, der aber schon den polnischen, nennen wir ihn Auschwitz-Prozess, durchgeführt und vorbereitet hatte, der also eine Reihe von Zeugen kannte und auch deren Vernehmung, und die standen uns dann auch zur Verfügung. Boger war, als er in Auschwitz tätig war, Angehöriger der politischen Abteilung. Und seine Aufgabe war es, Vernehmungen durchzuführen. Häftlinge, die im Sinne der SS sich irgendwie unkorrekt verhalten hatten, wurden ihm zugeführt und er musste sie vernehmen. Und wenn Boger nicht die Antwort bekam, die er erwartete, gab es Schläge. Und wenn das sich wiederholte, gab es erneut Schläge. Und das wiederholte sich, bis dann Boger der Geduldsfaden riss und der Häftling auf die sogenannte Bogerschaukel musste. Ein Stab, an den er mit den Kniekehlen drüber gehängt wurde, und dann wurde er von Boger auf den Leib geschlagen. So lange, bis er tot oder halbtot von diesem Stock auf die Erde fiel. Und nun kamen natürlich sofort die Fragen: Woher wisst ihr denn das? Boger wird doch keine Zuschauer für seine Tätigkeit gehabt haben. Hatte er auch nicht. Aber im Nebenzimmer saßen Häftlingsfrauen, die mit ihren Schreibmaschinen die Büroarbeiten der politischen Abteilung erledigten. Und die hörten sehr wohl die Schreie aus dem Nachbarzimmer. Und wenn sie die Tür aufmachten, sahen sie ihren Mithäftling in einer Blutlache liegen. Kaum eine Überlebenschance. Wir haben in der Hauptverhandlung drei von diesen Häftlingsfrauen, die da die Schreibarbeiten erledigten, gehört. Und die haben uns das genau so geschildert, wie ich es ihnen eben berichtet habe. Es gab also gar keinen Zweifel daran, was Boger in seinem Vernehmungszimmer getan hatte. Boger ist dann im Urteil zu lebenslanger Haft verurteilt worden und ist auch dort letztlich verstorben. Soll ich weiter? Ja. Ja? Ja. Gut. Ja. Ein alter Historiker hat gesagt, nicht so kompliziert, einfach erzählen, wie es gewesen ist. Und das will ich jetzt versuchen. Ich bin 1928 in Berlin geboren, in vierter Generation. Ein Enkel setzt die Tradition fort. Bei Ausbruch des Krieges war der Knabe gerade 11 Jahre alt geworden und merkte schon im nächsten Jahr, dass vieles anders laufen würde, kriegsbedingt, als er sich das erträumt hatte. Es wurde beschlossen, dass Schulkinder in Großstädten, die durch Bombenangriffe gefährdet waren, in bessere, ruhige Gegend gebracht werden sollten. Meine Schule kam nach Kärnten, Greifenburg an der Drau. Ein Teil der Schule blieb am Ort Greifenburg, die anderen kamen 1000 Meter höher an den Weißensee
untergebracht in einer Jugendherberge, Unterricht durch drei mitgereiste Lehrer, und für Ordnung sorgte der J-Führer Helmut Lange, der spätere Filmschauspieler. Wir blieben gut 2 Jahre am Weißensee, und als wir 1943 nach Berlin zurückkamen, hatte sich natürlich die Lage keineswegs gebessert, sondern im Gegenteil, die Angriffe waren zahlreicher geworden und heftiger geworden. Das hatte zur Folge, dass diese Kärntengruppe sofort wieder aus Berlin evakuiert wurde. Ich war nicht dabei, ich ging zu Verwandten nach Glatz in Schlesien und habe dort ein halbes Jahr die Schule besucht, bis im Dezember 1943 für alle Knaben des Jahrgangs 28 die Einberufung als Luftwaffenhelfer bekam. Ich war damals 15 Jahre alt, der drittkleinste meiner Klasse, und musste mit meinen Klassenkameraden zu einer schweren Schlagbatterie einrücken, schwer gleich 10,5 Geschütze, und dort wurden wir entsprechend eingesetzt, das heißt, die größeren, kräftigen wurden den Geschützen zugeteilt, aber nicht als Ladekanoniere, das wäre zu schwer gewesen, sondern sie mussten die Daten, die das Funkmessgerät von dem Bomberverband eingefangen hatte, auf die Skalen der Geschütze übertragen, dass alle gleichmäßig ausgerichtet waren. Ich selbst saß in einem kleinen Bunker mit einer Deutschlandkarte und musste die Bomberströme, die durch das Radio angesagt waren, verfolgen, ob der Anflug über Braunschweig kam oder über eine andere Stadt. Das Ganze nannte sich Malsi und war ein Hilfsgerät für den Fall, dass das Funkmessgerät ausfallen sollte. Die erste Zeit wurden wir natürlich kräftig rangenommen, auf Deutsch geschliffen. Das änderte sich aber, als am 31. Januar auf unsere Gegend ein heftiger Bombenangriff war und die uns benachbarte Scheinwerferstellung durch Bomben zerstört wurde. Es gab Tote und Verletzte. An unserer Stellung war nichts passiert. Mit dieser Batterie waren wir in verschiedenen Stellungen in und um Berlin und fanden uns im Januar 1945 auf dem Flugplatz Tegel. Und in Tegel, ein einfacher Feldflughafen damals mit Baracken, wurden wir kurzerhand zu Soldaten erklärt. Wir konnten unsere Hakenkreuzarmbänder ablegen, bekamen Zigaretten und wer sollt, 1,50 Reichsmark am Tag. Das Entscheidende war aber, dass die Batterie geteilt wurde. 2 Geschütze gingen an die Ostfront, 2 Geschütze blieben in Berlin. Ich blieb bei den Berlinern. Wir waren zunächst in einem Vorort untergebracht und je weiter der Russe auf Berlin vorrückte, je weiter rückten wir in die Berliner Innenstadt. Bis der Moment kam, dass wir keine LKWs mehr bekamen zum Transport und auch keine Munition. Wir mussten unsere Geschütze stehen lassen und durch den S-Bahn-Tunnel Anhalter Bahnhof Richtung Zoo laufen und bekam dann die Fahrkartenausgabe des S-Bahnhofs Bellevue zur letzten Dienststelle. Die Soldaten hatten ihre Karabiner, wir nichts. Und deshalb kriegten wir eine schnelle Ausbildung an der Panzerfaust, eine einfache Röhre mit einer Spitze,
die nicht nur den Sprengstoff enthielt, sondern auch eine Vorrichtung, dass dieses Behältnis sich an dem Panzer festsaugen konnte und dann erst explodieren. Nun gut, wir mussten dann mit diesem Gerät an der Siegessäule Wache schieben, Bismarck in der Mitte, der alte Molke links und der Kriegsminister Rohn auf der anderen Seite. Aber es passierte nichts, denn der Russe hatte mit einem Schlenker seinen Vormarsch auf Berlin fortgesetzt. Ende April kam der Befehl, die Stellung wird aufgegeben. Alles marschiert nach Westen, der Armee Wenck entgegen, die Berlin befreien sollte. Rückschauend kann ich berichten, dass es diese Armee nie gegeben hat, ein Fantasiegebilde von Hitler. Aber wir sind erstmal von Berlin über die breite Heerstraße nach Spandau marschiert. Ein ungeordneter Haufen Soldaten aller Waffengattungen und Dienstgrade. Den ersten Stopp gab es in Spandau. Die Brücke über die Havel war gesprengt. Wir mussten aber diesen Übergang schaffen, um weiter nach Westen zu kommen. Bei dem Versuch, die andere Flussseite zu erreichen, war die Brücke bereits unter Beschuss. Es gab Verletzte und Tote, aber wir marschierten weiter gen Westen. Etwa eine Gruppe von 10, 12 Soldaten unterschiedlicher Herkunft, bis wir eine russische Stellung sahen. Und die sahen ja uns auch, richteten ihre Kanonen auf uns. Wir hoben brav die Hände und befanden uns alsbald in russischer Gefangenschaft. Wir wurden durchsucht, Uhren abgenommen. Zu unserer Gruppe gehörte auch ein älterer Polizeibeamter in seiner damals grünen Uniform, der heftig protestierte, als man ihm die Uhr wegnahm und meinte, das ist eine Dienstuhr, für die habe ich quittiert und die muss ich auch wieder zurückgeben. Also völlig irreal, aber er konnte froh sein, dass die Russen ihn nicht verstanden, sonst hätte es Prügel gegeben. Wir marschierten weiter gen Westen. Der Zug wurde immer größer und immer länger. Der Mai 1945 war sehr schön und warm. Wir haben im Freien übernachtet und erreichten dann endlich unser Ziel, Fürstenwalde an der Spree. Fürstenwalde zeichnete sich dadurch aus, dass es eine große Kaserne hatte. Und in dieser Kaserne wurden wir nach Verlust aller Haare und entlaust untergebracht und mussten täglich in einer nahegelegenen Maschinenfabrik diese demontieren. Ob die Russen damit viel Freude gehabt haben, weiß ich nicht, denn wenn Leiden sowas anpacken und auseinandernehmen, kommt kaum was Gescheites bei raus. Die Arbeitsgruppen 2 und 3, also die Soldaten, die noch etwas kräftiger beisammen waren, waren inzwischen aussortiert und gen Osten abtransportiert worden. Anfang August waren wir nur noch 4 Jugendkompanien und ja, da hieß es plötzlich Ende August, der Russe braucht die Kaserne für seine Soldaten, ihr werdet entlassen. Und da waren wir ganz schnell entlassen, auf etwas ungewöhnlichem Wege erreichte ich Berlin, West-Berlin im amerikanischen Sektor. Berlin war damals schon in 4 Teile geteilt und war an meinem 17. Geburtstag zu Hause. Nicht wissend, dass ich im Handgepäck eine Tuberkulose hatte. Die meldete sich dann im Lauf der nächsten Tage. Ich wurde untersucht, das Ergebnis wurde bestätigt. Ich bekam eine bessere Lebensmittelkarte und einen halben Liter Milch.
und ging wieder zur Schule. Meine alte Schule hat nicht mehr aufgemacht, wurde Grundschule und ich musste zu einem anderen Gymnasium in Berlin-Friedenau marschieren, dreiviertel Stunde hin, dreiviertel Stunde zurück. Im Dezember 1949 habe ich dann mal, nein, 1947 habe ich dann mein Abitur gemacht und wurde dann für 4 Monate in ein Lungensanatorium im Südharz geschickt. Nach Rückkehr stand die Frage an, Beruf. Im Abiturzeugnis steht, W will Apotheker werden. Und dazu musste der zuständige Amtsarzt für das erste Probejahr seinen Platz geben. Als ich mich ihm vorstellte und er hörte, was geschehen war, kam ein striktes Nein. Aber Glück im Unglück, im Sommer 1948 machte die Freie Universität auf. Man muss sich vorstellen, West-Berlin war damals schon in der Blockade. Gleichwohl wagte es Berlin, eine neue Universität als Gegenstück zur Humboldt-Universität im Osten zu gründen. Was studierst du? Der Bruder meines Vaters war Rechtsanwalt und Notar in Neuruppin, Klammer auf, Fontane, Klammer zu. Also Jura. Die Gebäude, die uns zur Verfügung gestellt waren, gehörten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, heute Max-Planck-Gesellschaft. Mein Vater war noch in russischer Gefangenschaft. Ich arbeitete als studentische Hilfskraft bei der im Aufbau befindlichen Universitätsbibliothek. Und meine Aufgabe war unter anderem, die von den Berliner Bürgern gespendeten Bücher für die neue Bibliothek abzuholen. Und dann fuhr ich entweder mit einem amerikanischen oder englischen LKW zu den Spendern hin und holte die Bücher ab. So auch an den Wannsee, denn Namen sind so eine Sache im Alter. Also die Witwe von dem Schauspieler Heinrich George hatte angerufen und gesagt, sie möchte die Handbibliothek ihres Mannes dem Theaterwissenschaftlichen Institut der Freien Universität stiften. Also Heinrich George war ein ganz bekannter Schauspieler, war aber von den Russen festgesetzt worden und dort in dem Lager auch verstorben. Deswegen das Angebot der Witwe. Ich fuhr raus zu der schönen Villa, lud die Dinge ein, die einzuladen waren, und neben mir stand ein kleiner Steppke von etwa 10 Jahren, der mich munter unterhielt. Götz George. Nein, Schimanski, sagt das was? Gut. Ja, das war das. Und dann kam das Jahr 51 und der Senator, Justizsenator, sagte, so viel kann ich Juristen nicht in West-Berlin unterbringen. Sucht euch was im Westen, wir helfen euch dabei. Haben sie auch gemacht. Und so kam ich mit einer Gruppe von etwa 20 nach Frankfurt, studierte fertig, erster Examen, Referendarzeit, damals noch 3,5 Jahre, zweites Staatsexamen, Dezember 1959, im März 1960 geheiratet und kurze Zeit später kam die Aufforderung vom Oberlandesgericht, ich solle mal vorbeikommen. Ich hatte mich bei der Justiz um Einstellung beworben. Und da eröffnete man mir, sie hätten eine Krankheitsvertretung bei der Staatsanwaltschaft in Fulda.
Ja, 4 Wochen nach der Eheschließung, gleich eine Wochenendehe, nicht begeistern. Aber die Stellen waren damals sehr knapp und ich musste auf jeden Fall Ja sagen, wenn ich im Geschäft bleiben wollte. Die Ehefrau war nicht begeistert, aber auch sie hat sich überzeugen lassen. Und so habe ich dann Anfang Mai 60 in Fulda meine erste Dienststelle als Staatsanwalt angetreten. In einem sehr schönen großen Raum, gut getäfelt, im Schloss Fulda. Hatte eine Schreibkraft für mich alleine. Die hatte gute Zeit, denn ein Anfänger produziert nicht so schnell. Und die 6 Wochen waren um und ich rückte nach Hanau. Hanau hatte den Vorteil, dass ich täglich hin und her fahren konnte. Nach Hanau kam Offenbach und Anfang Februar 1961 war ich dann in Frankfurt und habe die Staatsanwaltschaft Frankfurt erst zur Pensionierung wieder verlassen. Normales Dezernat, alles, was da so täglich vorkommt, bis im Sommer 62 nach einem Urlaub mir mein Behördenleiter eröffnete: Herr Wiese, ich möchte Sie umsetzen und zwar als Verstärkung zu dem Auschwitz-Team. Auschwitz-Team heißt, die Kollegen Vogel und Kügler hatten ab 58 die Ermittlungen geführt, hatten auch, was damals noch vorgeschrieben war, aber heute nicht mehr gilt, bei Kapitalverbrechen eine gerichtliche Voruntersuchung beantragt, die auch durchgeführt worden ist durch Dr. Dix, sehr zügig. Und nun war der Zeitpunkt gekommen, wo die Anklageschrift gefertigt werden musste. Meine Kollegen hatten sich die Beschuldigten etwas aufgeteilt. Bauer hatte als Vorgabe gesagt, ich möchte einen Querschnitt durch das Lager, also vom Kommandanten bis zum Häftlingskapo. Der Kommandant war damals Bär. Bär war aber im Mai in Untersuchungshaft gestorben. Und so trat sein Adjutant Mulka als Namensträger des Verfahrens ein. Und das Verfahren heißt seitdem Mulka und andere. Die Kollegen teilten mir Wilhelm Burger und Oswald Karduk zur Anfertigung der Anklageschrift. Beide die übelsten SS-Leute in Auschwitz. Burger bekam sogar die Bewertung das Biest von Auschwitz. Der Aktenbestand war damals so auf 56 Bände angewachsen. Konnte ich natürlich nicht lesen, aber die Kollegen hat für jeden Beschuldigten ein Sonderheft angelegt mit dem Haftbefehl, mit der Vernehmung des Beschuldigten, mit der Vernehmung von Zeugen, belastend, entlastend und soweit vorhanden Dokumente. Dazu eine Abschrift des Antrags auf gerichtliche Voruntersuchung, der ähnlich aufgebaut ist wie eine Anklageschrift. Ich hatte also Material zur Hand und habe dann diktiert auf eine große Kunststoffplatte. Und das Diktierte wurde dann von unseren Schreibdamen mit mechanischen Schreibmaschinen übertragen. Seite für Seite. Die Vervielfältigung war schwierig.
Vergessen Sie jeden Drucker, den Sie heute zur Hand haben. So etwas gab es damals nicht. Die Druckerei des Amtsgerichts hat es geholfen. Letztlich waren dann die 700 starke Anklageschrift fertig gedruckt, aber es gab keine Maschine, die das sortiert hätte. Wir mussten also um einen großen Tisch herum marschieren und Blatt für Blatt zusammensetzen, bis die 700 Seiten komplett waren. Das ist die eine Seite. Die Anklageschrift ging dann zu der zuständigen Strafkammer, die über die Eröffnung des Verfahrens zu entscheiden hatte. Die andere Seite war, wo soll denn der Prozess stattfinden? Versuche des Landgerichtspräsidenten, der dafür verantwortlich war, Messehallen oder sowas, schlugen alle fair. Ach, hat letztlich mit der Frankfurter Saalbau AG einen Vertrag geschlossen, dass das im Bau befindliche Bürgerhaus Gallus für 9 Monate der Justiz zur Verfügung gestellt wird. Alles schön und gut, die Zeit ging ins Land. Was nicht fertig wurde, war das Bürgerhaus Gallus. Nach vielem Hin und Her sprach dann Bürgermeister Dr. Bockelmann ein Macht und sagte, die Justiz bekommt den Plenarsaal der Frankfurter Stadtverordneten für eine Übergangszeit von 3 Monaten, punktum, fertig. Und deswegen haben wir am 20. Dezember 1963 das Verfahren begonnen. Und warum mussten wir zu diesem etwas verrückten Zeitpunkt, kurz vor Weihnachten, damit anfangen? Wenn wir das nicht getan hätten und in das Jahr 1964 gerutscht wären, wären die ganzen Vorbereitungen dieses Schwurgerichts erledigt gewesen. Es hätte ein neues Schwurgericht gebildet werden müssen mit neuer Vorbereitungszeit, Einarbeitungszeit und so weiter. Und deswegen haben wir dann also unter den Klängen des Frankfurter Weihnachtsmarktes verbunden mit den Bratwurstdürften das Verfahren am 20. Dezember eröffnet. Weihnachtspause. Im neuen Jahr haben wir dem Gericht 3 Sachverständige des Institut für Zeitgeschichte in München präsentiert und die sollten und haben insbesondere dem Schwurgericht, aber allen Beteiligten eine Übersicht gegeben über die NS-Zeit, Aufbau des Reichssicherheitshauptamtes, Wirtschaftsverwaltungshausamtes, Aufbau der KZs und so weiter. Insbesondere für die Geschworenen, dass sie halbwegs eine Vorstellung hatten, was sie erwartete. Es kamen die ersten Zeugen. Sehr schwierig für diese früheren Häftlinge, die versucht hatten, das schreckliche Erlebnis Auschwitz zu verdrängen, zu vergessen, wenn das überhaupt geht. Ich fürchte, nein, das geht nicht. Aber jedenfalls mit anderen Gedanken zu überdecken, mussten jetzt wieder ihr Gedächtnis anstrengen, um für die am nächsten Tag stattfindende Vernehmung als Zeugen in der Hauptverhandlung bereit zu sein. Eine sehr schwierige Aufgabe für die Menschen. Wir hatten für die polnischen Zeugen, und die waren sehr zahlreich, eine sehr gute Dolmetscherin, die Frau Kapajew, die es verstanden hat, die Zeugen vor der Vernehmung, die saßen also beide nebeneinander, zu beruhigen und konnte dann das, was die Zeugen auf Polnisch sagten, auf Deutsch übersetzen, aber nicht nur so einen Satz einfach hingeworfen, sondern
Sie versuchte, das Melodische der Stimme des Zeugen in ihre Übersetzung mit hineinzuziehen. Sehr hilfreich, nicht nur für uns, sondern auch für den Zeugen. Aber nicht alle hatten so starke Nerven und sogar Nerven. Dann gab es Weinkrämpfe, wir mussten unterbrechen und beruhigen. So ging das Tag für Tag, dreimal die Woche. Und dann kam eigentlich immer wieder die Frage an mich, ist Ihnen eine Zeugenaussage besonders in Erinnerung geblieben? Ja, kann ich sehr wohl bejahen. Es ist das Schicksal der Familie Dr. Berner. Dr. Berner war mit seiner Arztpraxis in Rumänien und ist im Zuge der Ungarn-Aktion von Eichmann aus Budapest geleitet mit seiner Frau und seinen Zwillingen nach Auschwitz gekommen. Eichmann hat es verstanden, die 400.000 Juden aus Ungarn und Rumänien innerhalb von 4 Wochen nach Auschwitz zu transportieren. Da liefen Züge Tag und Nacht ein. Die Gaskammern kamen nicht mehr nach, die Verbrennungsöfen auch nicht. Und so wurden die Häftlinge, die nicht gleich vergast werden konnten, in einem Lagerabschnitt des Auschwitz II in Birkenau untergebracht, später erschossen und auf Holzstößen verbrannt. Zu einem dieser Transporte gehörte auch die Familie Berner. Nach dem Aussteigen Männer links aufstellen, Frauen und Kinder rechts aufstellen und diese beiden Gruppen bewegten sich langsam auf den SS-Mann zu, der Entscheidung zu treffen hatte, Lager oder Gas. Und beim Vorrücken sah Dr. Berner einen SS-Mann, den er kannte. Klingt verrückt, ist aber so, ich erkläre das gleich. Er ging auf den SS-Mann zu und sagte, wir kennen uns, Herr Offizier, können Sie dafür sorgen, dass ich mit meiner Frau und meinen Zwillingen zusammenbleibe. Der SS-Mann hört Zwillinge, sagt, bring die Zwillinge her und mit diesen Zwillingen geht der SS-Mann zu Dr. Mengele auf der Rampe, der ebenfalls da Dienst hatte, zeigte ihm die Zwillinge, Mengele winkte nur ab und damit war das Schicksal besiegelt. Frauen und Kinder gingen ins Gas. Er selbst kam ins Lager, wurde Häftlingsarzt und versuchte nach besten Kräften seinen Mithäftlingen zu helfen. Aber was war vorangegangen? Der Angeklagte Capesius, der SS-Lagerapotheker, war in der Zwischenkriegszeit als Pharmavertreter in Rumänien und Ungarn unterwegs und präsentierte den einzelnen Arztpraxen seine Produkte. So auch beim Dr. Berner. Berner hatte sogar noch die Visitenkarte von Capesius. Und deswegen konnte er ihn auf der Rampe ansprechen. Und Wurm hat Mengele abgewinkt. Mengele operierte und machte seine Versuche mit eineiigen Zwillingen. Die beiden Mädchen waren zweieich und damit war ihr Schicksal besiegelt. Mengele war nicht interessiert. So ging die Zeit dahin und im Sommer 1944 stellte Rechtsanwalt Ormon, einer der beiden Nebenklägervertreter, den Antrag auf Ortsbesichtigung in Auschwitz. Wenn ich so lange bin, sage ich das so. Aber was tun? Der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt zwischen Bonn und Warschau, keine diplomatischen Beziehungen. Polen war natürlich interessiert, dass die Ortsbesichtigung zustande kommt.
und schickten ihren Professor Sehn. Professor Sehn von Hause aus Professor in Krakau für Kriminalistik, hatte schon den polnischen Auschwitz-Prozess vorbereitet und mit durchgeführt, kannte also viele polnische Zeugen, hatte Zeugen von dem aus Polen zu meinen Kollegen geschickt und fungierte praktisch als offizieller Vertreter des polnischen Justizministers. Der kam also und dann haben er und der Gerichtsvorsitzende Hofmeier sich beraten, wurden beraten durch Auswärtiges Amt und Justizministerium. Und dann kam letztlich ein Vertrag zustande besonderer Art. Freies Geleit wird gesichert, die Durchführung, alles wird zugestimmt von polnischer Seite. Alles schön und gut, aber wie kommst du um diese Zeit nach Auschwitz? Eine Fahrt durch die DDR war ausgeschlossen, blieb also die Flugreise entweder von Kopenhagen oder von Wien. Wir entschlossen uns über den Wiener Weg und am 10. Dezember 1944 stand eine Reisegruppe von etwa 50 Personen, Anwälte, zwei Staatsanwälte, der Richter, der die Ausbesicherung im Auftrag des Schulgerichts durchführen sollte, am Flughafen und erwarteten die Maschine aus Wien. Die kam zwar, konnte aber in Frankfurt nicht landen. Das Wetter war wieder mal schlecht, aber zur damaligen Zeit sahen die Prozessordnung vor, dass die Hauptverhandlung nur einmal für 10 Tage unterbrochen werden durfte. Wir standen also unter Zeitdruck. Heute ist das anders geregelt, sehr viel großzügiger. Also verfrachtete man uns in 2 Busse und karrte uns nach Stuttgart. Die Wiener Maschine ist dann in Stuttgart zwischengelandet. Wir stiegen ein und waren abends um 11 in Wien. Um die Zeit natürlich kein Anschluss mehr nach Warschau. Wir mussten übernachten und der nächste Tag war ein Sonntag. Keine Flugverbindung zwischen Wien und Warschau. Was tun? Der mitreisende Richter, der die Ausbesicherung durchführen sollte, und ich fungierte so ein bisschen als Reiseleiter, wir berieten uns und befragten dann den zuständigen Mann am Flughafen von der Austrian Airlines. Und der machte uns dann sofort den Vorschlag, natürlich, ich stelle Ihnen eine Chartermaschine zur Verfügung, 10.000 DM und Verrechnung der Flugscheine und Sie sind in Warschau. So haben wir das erst letztlich gemacht und wir sind Sonntagvormittag bei herrlichstem Wetter, so wie heute und gestern, nach Warschau geflogen. Dort nahm uns Professor Sehn in Empfang und fuhr mit uns nach Krakau, quartierbezogen. Und Montag früh um 7 standen die beiden Busse wieder vor der Tür und wir fuhren nach Auschwitz. Dort begrüßte uns Sehn auf Polnisch, nunmehr offiziell, und schloss mit den Worten: Richter Hotz, das war der ausführende Richter, walten Sie Ihres Amtes. Und das haben wir dann da gemacht. Wir haben Sicht- und Hörproben vorgenommen, wie sie die Zeugen geschildert hatten, aber wo wir nicht ganz sicher waren, ob das so möglich gewesen war, wie der Zeuge das geschildert hat. Ja, wir haben das gesehen, da waren Lücken, da konnte der Zeuge, der Häftling von diesem Block, sehr wohl die Erschießung an der schwarzen Wand beobachten. Und wenn man an dem Häftlingsblock 10 vorbeigehen,
konnte man auch die Schreie und Rufe aus den Zellen hören. Ein Wachtmeister von uns musste in den Zellenblock hinunter und das waren keine echten Zellen, sondern die waren so gebaut, dass man weder stehen noch sitzen konnte. Und das Ganze dann bei Hunger und Durst und Schlägen, also das war draußen sehr wohl zu hören. Und ein Meter in Auschwitz ist ein Meter in Frankfurt, da gab es nicht dran zu deuteln. Die Anwälte, die anfangs den Eindruck machten, als wenn das Ganze für sie eine Art Betriebsausflug wäre, wurden, je mehr sie davon sahen, insbesondere die Riesenanlage Auschwitz II, Birkenau, sahen merklich ruhiger, verhaltener. Ja, das war unser Programm erledigt und wir flogen mit einer Karavelle nach Frankfurt, landeten aber in Köln. Frankfurt war wieder mal schlechtes Wetter und wir wurden dann mit einer Super Constellation von Köln nach Frankfurt buxiert. Im Januar 1965 wurde da das Protokoll über die Ortsbesicherung verlesen und die Bilder rumgereicht. Damit war das Ganze Gegenstand der Hauptverhandlung. Die Zeit ging ins Land und wir hatten dann eine Besprechung mit Fritz Bauer und waren uns dann einig, dass wir die Angeklagten darauf hinweisen müssten, oder den Antrag zu stellen, die Angeklagten darauf hinzuweisen, dass sie alle wegen Beihilfe bestraft werden könnten. Und warum? Wir waren uns einig, dass wir Auschwitz mit seinem ganzen Getriebe, Außen- und Nebenlagern, als eine fabrikmäßig aufgezogene Todesmaschine ansehen mussten. Und jeder, der dabei mitwirkt, ist mindestens der Beihilfe schuldig. Wir haben einen entsprechenden Antrag bei Gericht gestellt. Das Gericht musste entsprechende Hinweise den Angeklagten geben. Dann kamen die Schlussplädoyers. Wir haben für alle die lebenslange Strafe beantragt. Das Ergebnis war, von den 20 Angeklagten bekamen 6 lebenslänglich, die anderen waren mit zeitigen Freiheitsstrafen bedacht worden. Das Gericht hatte sich unserer Auffassung nicht angeschlossen. Meine beiden Kollegen Vogel und Kügler haben das Verfahren nach dem Urteil verlassen. Vogel ging an seine Heimatbehörde Darmstadt zurück und Kügler wurde Rechtsanwalt. Ich habe dann das Verfahren durch die Revision geführt, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten alle Revision eingelegt. Ein etwas umständliches Verfahren in der Vorbereitung, aber es lief, ja. Ich habe dann letztlich die Akten nach Karlsruhe gebracht und versucht, den zuständigen Bundesanwalt von unserer Theorie zu überzeugen. Er wiegte bedenklich sein Haupt und sagte, das werden Sie bei diesem Senat wohl nicht erreichen. So war es auch bei der Hauptverhandlung im Frühjahr 1969, war ich zugegen und bekam das Urteil zu hören, die Revision der Staatsanwaltschaft, auch der Verteidigung, werden zurückgewiesen. Damit war das Verfahren rechtskräftig. Bauer hatte sein Ziel erreicht, eine rechtskräftige Urteilsfeststellung, was in Auschwitz passiert ist. Und keiner konnte mehr sagen, das gab es ja gar nicht, da waren keine Gaskammern und keine Verbrennungsöfen. Das sind alles üble Gerüchte. Ja, was soll man dazu sagen? Die Dummen wären halt nicht alle. Es ist halt so.
da kann man reden, aber gegen so viel Sturheit ist nicht anzukommen. Ja, dann ging das weiter. Ich wurde dann Abteilungsleiter und etwas später, als in Hessen Wahlen war, wurde der Generalstaatssekretär im Innenministerium bei Herrn Bouffier mein Chef. Also es gab eine Umsetzung, jedenfalls mein Chef wurde neuer General und sein Vertreter wurde unser neuer Chef und der Wiese wurde sein ständiger Vertreter. Und so bin ich dann die letzten Jahre tätig gewesen, bis ich im August 1993 in den Ruhestand treten musste. Anders ging es damals nicht. Ich wäre gern noch ein, zwei Jahre geblieben. Ruhestand, nun ja. Also ich habe zunächst als Gastführer ein paar Semester Geschichte gehört, weil gerade die mittelalterliche Geschichte in Frankfurt sehr gut besetzt war. Und dann meldete sich Professor Safferling aus Marburg, damals in Marburg, Strafrechtler und gleichzeitig Leiter des internationalen Beobachtungsteams für ausländische Straftaten und fragte bei mir an, ob ich nicht Lust hätte, von meiner Arbeit in Marburg zu berichten. Das habe ich gemacht. Ich fand mich eines Tages im großen Hörsaal der Juristischen Fakultät in Marburg und habe dort meinen ersten Vortrag gehalten. Da war ein Kollege aus Gießen. Herr Wiese, können Sie das auch bei uns machen? Ja, gerne. Und dann kam Kassel, dann kam Göttingen, dann kam Halle und letztlich Dresden. Gut. Und dann war erstmal Sendepause. Aber Hessen hatte einen Feiertag, 70 Jahre hessische Verfassung. Und dazu hatte der damalige Kultusminister Boris Rhein einen Bogen zusammenstellen lassen mit bekannten Hessen. Sportler, Rennfahrer, Anwälte, Politiker. Und diesen Bogen an die Schulen verteilen lassen. Sie könnten sich aus diesem Bogen einer Person aussuchen, um mit ihnen ein Zeitzeugengespräch zu führen. Da mein Name mit auf diesen Bogen geraten war, meldeten sich nun Schulen und ich habe von da an eigentlich regelmäßig unterstützt von der GEW oder von der Anne-Frank-Stiftung vor den Schulen, insbesondere von den Oberstufen, meinen Vortrag gehalten und eine Arbeit, die ich bis heute immer noch sehr gern mache. Zuletzt war ich jetzt am Mittwoch im Bürgerhaus Gallus, wo eine 10. Klasse zugegen war. Die 2. Klasse fehlte, weil die S-Bahn nicht gefahren ist. Gut, das setzt sich fort und ich hoffe, dass ich das noch relativ lange machen kann, denn die Schüler, die dann in der Oberstufe sind, haben einen Kurs in Nationalsozialismus hinter sich, sind also mit den Dingen nicht etwas vertraut, sodass sie mir weitgehend folgen können. Und ich sehe dann aus den nachfolgenden Fragen, was hängen geblieben ist und was sie besonders interessiert. Und da ich jetzt am Ende meines Vortrags bin, kommt die Frage an Sie. Haben Sie Ihrerseits Fragen an mich? Dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. War das so richtig?
meine beiden Kollegen, die nach dem ersten Unfall ausgeschieden sind, durch junge Kollegen ersetzt worden, die die Arbeit fortführten. Und die haben 2, 3 Verfahren noch nachträglich gemacht. Ich selbst musste schon am 12. Dezember in das zweite Verfahren gehen. Das war gegen 3 Angeklagte, die eigentlich zu dem ersten Verfahren dazugehören sollten. Da hat aber die zuständige Strafkammer gesagt, also 22 ist genug, geht nicht. Deswegen mussten die also nachexerzieren und ja, so war das. Molin war ein fantastischer Mensch, der als junger Student einer der ersten mit war, die ins KZ Auschwitz kamen und uns, soweit Material noch vorhanden war, uns unterstützt hat. Wir wissen nicht, dass die SS einen Teil vernichtet hat, bevor das Lager geräumt wurde. Wir wissen nicht, was die Russen mitgenommen haben. Nur von einem Stück wissen wir es ganz genau. Einer der Nebenklägervertreter war auch der Rechtsanwalt Kaul aus Ost-Berlin. Und der präsentierte eines Tages einen Professor aus dem damaligen noch Leningrad. Und der brachte das Original Bunkerbuch von Block 10 mit, ein solcher Apparat. Also hatten die Russen was mitgenommen. Unsere Bitten um Material sind nie beantwortet worden. Es gibt den Zeugenbetreuer Peter Kalb, wohnt in Bensheim und hat als junger Student die Zeugen vom Bahnhof abgeholt, zum Hotel gebracht und vom Hotel wieder zum Gerichtssaal. Daneben gab es die Damen um Frau Bonhoeffer, die sich um die Zeugen gekümmert haben. Eine Randgruppe kam aus Kronberg, um Frau Wirth. Und es kam letztlich noch in der Gegend von Darmstadt irgendwelche Marienschwestern oder so, die sich das auch haben nicht nehmen lassen, die Zeugen zu betreuen. Also wenn man den Block der Angeklagten sah mit ihren Verteidigern, war das eine Ansammlung biederer Mitbürger ohne Auffälligkeiten. Der Einzige, der da etwas herausragte, war der Oswald Karduk. Der war schon von den Russen zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Warum er nicht mehr bekommen hat, wir wissen von diesem Verfahren nichts. Das ist uns nicht zugänglich geworden. Und der ist dann nach seiner Freilassung nach West-Berlin, ist dort Krankenpfleger geworden und war als Papa Karduk sehr geschätzt. Der hatte die Angewohnheit, wenn der Vorsitzende ihn ansprach, aufzuspringen, stramme Haltung anzunehmen und auf die Frage kurz und zackig zu antworten. Nein, Herr Vorsitzender, das war ich nicht. Das habe ich nicht getan, da kann ich mich nicht dran erinnern, zack, und dann saß er wieder. Das war also alle anderen ohne Auffälligkeiten. Ging nicht, nein. Nach 1945 war die Bevölkerung froh und dankbar, dass es keine Bombenangriffe mehr gab, dass die nächtlichen Sirenengeheule nicht mehr gab. Aber
Man wollte aus dem Kellerloch raus und bald in eine vernünftige Wohnung. Man hatte Hunger, man wollte Arbeit. Und wann kommt der Mann aus der Gefangenschaft? Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite in Nürnberg der große Prozess, dem 12 weitere Militärgerichtsverfahren folgten gegen Auswärtige Amt, Ärzte, Einsatzgruppenführer und so weiter. Die Franzosen in Rastatt und Metz ihr Verfahren hatten, die Polen in Krakau ohnehin schon sehr zeitig. Die Engländer führten das Verfahren in Neuengamme in Hamburg. Ja, die Alliierten haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn dann noch ein Herr Adenauer beiläufig einfließen lässt, man sollte mal einen Schlussstrich ziehen, muss man sich nicht wundern, wenn die Bevölkerung an den Dingen kein so großes Interesse hatte. Das wurde erst später geweckt. Es war ja nicht nur unser Verfahren, es gab ja auch schon 62 vor dem Landgericht Bonn ein Verfahren gegen die SS-Leute, die die Häftlinge durch Autoabgase getötet haben, und die bekamen alle lebenslängliche Haft. Es gab das Verfahren in Düsseldorf gegen das Vernichtungslager Majdanek, und in Siegen gab es ein ähnliches Verfahren. Also es gab auch andere Verfahren, die in etwa zeitgleich oder danach liefen. Es war natürlich schon für mich eine Umstellung, dass ich jetzt zwei Angeklagte hatte, wo ich von morgens bis abends nur von Mord und Totschlag las. Aber es ist nun mal so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er gewöhnt sich auch daran. Und wenn es zu heftig wird, geht ein inneres Schutzschild runter und man hält die Dinge von sich fern. Ich gebe zu, ich war oft froh, wenn ich aus dem Haus raus konnte und in der überfüllten Straßenbahn normales Leben um mich wieder hatte. Aber das gehört zu diesem Verfahren halt mit dazu. Aber man stumpft etwas ab, das ist ganz natürlich eigentlich. Aber am Anfang war das schon recht heftig, das gebe ich schon. Ja. Fritz Bauer war Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Und im Jahr 1956 holte der damalige hessische Ministerpräsident Zinn Bauer von Braunschweig nach Frankfurt als hessischen Generalstaatsanwalt. Und Bauer äußerte alsbald den Wunsch in Frankfurt, die Referendare, die bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt waren, persönlich kennenzulernen. Und so war ich eines Tages mit einem Kollegen zusammen bei ihm im verräucherten Dienstzimmer. Bauer war Kettenraucher. Die eine Zigarette war noch nicht zu Ende, da dampfte die nächste schon. Und zur Begrüßung schoss ein Päckchen Rothändel über den Tisch, das aber dankend abgelehnt wurde. Als Bauer hörte, dass ich Berliner bin, kam sofort von ihm die Frage: Was wird mit der Gedächtniskirche? Die Gedächtniskirche war damals Streitpunkt in Berlin. Was soll mit der geschehen? Reparatur, Abriss, was Neues? Als überzeugter Berliner und kann nur eine Antwort und Frage, die muss ausgewählt, das alte Ensemble um den Breitscheidplatz muss wieder passen. Sofort schoss es mir entgegen, das ist Quatsch, das muss weg, da muss was Vernünftiges, Modernes hin. Gut, das ging zwischen uns eine Weile hin und her und dann waren wir in Gnaden entlassen. Und Bauer habe ich dann erst wieder gesehen im Frühjahr
1964, als mich die Aufforderung erreichte, Bauer möchte mich sprechen. Als ich im Dienstzimmer war, begrüßte er mich und sagte, Herr Wiese, ich weiß, dass Sie Berliner sind. Ich weiß, ich will Sie als Prozessbeobachter nach Ost-Berlin schicken, zu dem Verfahren gegen den KZ-Arzt Dr. Fischer vor dem obersten Gericht. Zu Fischer. Fischer war SS-Arzt im Nebenlager Monowitz. Und in Monowitz baute die SS für die IG Farben eine Kautschukfabrik. Und die Arbeit war so teuflisch, dass die Häftlinge nach 10, 12 Tagen restlos verbraucht waren. Und dann wurden die zurückgeführt, vergast und neue Häftlinge kamen dazu. Man hatte ja genug. Und dafür war Fischer verantwortlich. Fischer war von meinen Kollegen schon zu Beginn der Ermittlungen mit Haftbefehl gesucht worden. Aber damals gab es nicht diese Einrichtung, die sie heute beispielsweise am Flughafen haben. Das war ein Bändchen in Oktavheftgröße, aber so dick. Und das kam jeden Monat neu, engzeilig bedruckt. Da war einer Kontrolle, einen sofort zu finden, sehr schwierig. Also der langen Rede kurzer Sinn. Fischer hatte einen Mercedes und fuhr damit öfters nach Westdeutschland, um Verwandte zu besuchen. Dadurch war er der Stasi aufgefallen. Die wusste von seiner KZ-Tätigkeit zunächst gar nichts. Der Name Fischer ist ja auch nicht gerade häufig. Oder umgekehrt natürlich. Und es dauerte eine ganze Weile, bis sie dahinter kam, dass dieser Fischer der Fischer war. Sie haben ihn aber nicht gleich verhaftet, sondern nur beobachtet. Wir hätten Fischer gern als Zeugen gehört. War nicht. Ging nicht, wir wussten nichts von ihm. Und etwa 8 Wochen nach unserem Urteil, Ende August, kam die Meldung im Osten, wir haben den KZ-Arzt Fischer gefasst. Fischer ist dann vom obersten Gericht der DDR angeklagt worden und Bauer wollte mich als Prozessbeobachter dahin schicken. Ich habe ja gesagt, mein Vater wohnte damals noch in Dahlem draußen und bin darüber gefahren. Das ist die Gegend um den heutigen Hauptbahnhof. Damals weit und breit ein riesiges Trümmerfeld, der alte Lehrter Bahnhof. Nur Trümmer links und rechts. Und ein schmaler Weg führte dann über die Holzkrugbrücke nach Ost-Berlin. Ich bin nicht kontrolliert worden, ich bin von einem Kollegen der Generalstaatsanwaltschaft der DDR abgeholt worden und so weiter und habe den Prozess verfolgt. Genossen, weil da ein Angeklagter war, der vollständig war und seine Tätigkeit nicht beschönigt hat, sondern alles so gestanden hat. Vielleicht in der Hoffnung, dass er so vielleicht mit der Todesstrafe davonkommt. Dem war aber nicht so. Das Schlusswort war gesprochen und die Urteilsverkündung am nächsten Tag. Und am nächsten Tag erschien der Vorsitzende des obersten Gerichts mit einem Bündel Schreibmaschinenseiten und verkündete das Todesurteil. Und las dann die Begründung lange vor. Wir wissen heute, dass das alles abgesprochen war. Es stand fest, dass Fischer nur die Todesstrafe kriegt und das Urteil war fertig geschrieben. Kein Richter schafft es, innerhalb von 24 Stunden
nach einem solchen Prozess ein etwa 70 Seiten langes Urteil zu schreiben, das geht nun wirklich nicht. Er hatte das, wie gesagt, alles vorbereitet und so ist dann Fischer verurteilt worden. Wir dachten vielleicht, dass man ihn leben lässt, dass wenn es dem Osten gelingt, einen von den IG Farben-Leuten noch zu greifen, braucht man ihn vielleicht als Zeugen. Das war nicht so. Fischer ist ein halbes Jahr später in Leipzig erschossen worden. Also die ist damals die damalige Hinrichtungsart. Die IG Farben-Leute sind in einem der von mir erwähnten Militärgerichtsverfahren vor Gericht gestellt, verurteilt und freigesprochen waren. Und nach dem Überleitungsvertrag waren uns die Hände gebunden, noch etwas gegen Leute zu unternehmen, die durch Alliierte überprüft, eingestellt, angeklagt oder freigesprochen oder verurteilt waren, noch zu unternehmen. Die waren also von den Alliierten durchleuchtet und waren für uns nicht mehr zugänglich. Ein energischer, streitbarer Mann, der keiner Diskussion aus dem Weg ging. Aber ich habe mit ihm nicht so viel zu tun gehabt. Also die Vorstellung, wie sie von manchen Zuhörern kommt, ich hätte praktisch im Nebenzimmer von Bauer gesessen und meine Anklage, das war nicht so. Bauer war der oberste Chef der Staatsanwälte und saß ein Stockwerk höher, die Staatsanwaltschaft Frankfurt untergeordnet. Es gab natürlich Kontakt zu Bauer, aber der ist vom Abteilungsleiter oder von meinen Kollegen geführt worden, die mit Bauer seit 1958 eng zusammenarbeiteten. Ich als Neuling, das war nicht so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Ich freue mich immer auf diese Fragen aus dem Publikum. Gibt es mir doch Anhaltspunkte dafür, dass es Gott sei Dank auch andere Menschen gibt, die sich über diese Verfahren Gedanken machen und gemacht haben? Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass diese Dinge auch die Jugend erreicht und dass sie merkt, dass sie nicht irgendwelchen Rattenfängern da auf den Leim geht. Das ist meine Meinung. Ja, das gebe ich Ihnen mit auf den Heimweg.